Oh, na? Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, diesem wunderschönen Spiel. An einem fantastischen... Ja, ihr wisst schon. Komm, Ketten kletten, geil. Ja, ballern. Es wird jetzt so aussehen, als hätte ich nicht nachgeguckt. Weil ich gesagt habe, meine ich. Aber dann werdet ihr wahrscheinlich denken, ich habe gelogen. Hab ich auch. Ja. Leute, Lügen, das ist es. Lügen ist das, was die Mama traurig macht. Und den Ehemann und die Ehefrau und alle sowieso. Ach so, hier sind die Geier. Ja, ich habe mich jetzt... Warum denke ich immer, dass die Geier nicht kommen, sondern irgendwie der Typ mit den Kanonen schon? Naja. Oh nein, hier. Das ist natürlich cool, wenn du vorher schon Affen verlierst und dann das hier machen musst. Das Gitter des Todes. Ja, jetzt ist der Typ hier mit der Kanone am Start. Aber der fängt erst rechts an. Da kann ich schon so lange hier... Oh nein, er fährt erst links an. Oh nö, haben wir nicht gelernt. Und jetzt hackt den Affen nieder. Richtig. Mach ihn tot. Ende. Scheiß Affe, weg damit. Der sägt den Affen. Oh, hier muss ich warten. Ist das jetzt eigentlich schon so ein... Ist schon ein Parallelismus, ne? In der letzten Folge genau so aufhören, wie die jetzige anfängt. Ja. Das ist schon... Es gilt schon als Stilmittel. Das geht als Stilmittel durch, Freunde. Das ist jetzt alles hier komplett durchchoreografiert. Ob ihr sie wisst oder nicht. Es ist jetzt nicht so, dass es so dumm ist hier und Maddie tut sich hier gar keinen... macht ihr sich gar keine Gedanken. Der Affe ist einfach... Der kommt nicht in die Hufe am Anfang. Das wissen wir. Wisst ihr, wart am Arsch, die Räuber. Ich mach den Affen jetzt nieder. Ich will bei den Wespen hier mit zwei Affen lang. Nicht bei den Wespen. Warum gehe ich nicht rechts rein? Das ist doch viel einfacher. Machen wir das. Da springe ich einfach hoch, wenn die mir ein bisschen Stress machen. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Und dann schaffen wir das schon. Bim, 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 bim. So, weg damit. Ende aus Amen. Und jetzt Bananenkiste gegen Bananenkiste. Und dich knall ich hier gegen die Wand. Du Arschloch. Und dann hier. Oi, einmal zurück. Und dann zack, zack, zack. Guck mal, wie einfach das geht. Da können die Geier mich mal alle am Arm fassen. Da, der sieht mich nämlich gar nicht. Jetzt kommt irgendwie das Schlimme. Jetzt geht's hier nämlich richtig los. Na, na, oh. Jetzt so schnell wie möglich hier rauf. Und bei der Banane nach rechts. Ja. Wer sich auch immer das ausgedacht hat. Ihr gehört mit dem Bahngleis verprügeln. Aber die Schikane geht ja noch weiter. Die Schikane geht noch weiter. Weil hier kann man durch. Hab da nicht gewusst, wa? Hm. Also das hatte mich damals... Als wir es im Stream gemacht haben, haben wir sehr lange dafür gebraucht. So. So. Nee. Falsche Richtung. Hallo! Ah! Schiebung! Ah! Letzte Sekunde. Oh, das war sehr knapp. Egal, Hauptsache gewinnen. Ey! Das ist gemein. Kommen die einfach direkt in mein Gesicht rein. That's what she said. Oh, ich glaube aber, ich habe alles mitgenommen, was ich mitzunehmen hatte. Und jetzt drückt mir bitte die Daumen, liebe Freundinnen und Freunde, dass am Ende das G bitte, 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 bitte nicht am Goalpost ist. Weil das hier 300 Mal zu machen, gar keinen Bock. Dann wiederum habe ich bisher, glaube ich, jeden Goalpost auf Anhieb geschafft. Oh, so viel Glück werde ich nie haben. Das G wird auf dem Goalpost sein. Jetzt schon. Es sei denn, ich komme hier lang. Nee, geh es auf den Goalpost! Geh es auf den Goalpost! Geh es nicht auf den Goalpost. Wo ist das G? Da ist das G! Geil! Und zack! Ein Staude Bananen und die mixen wir uns jetzt einfach in den Havanna Club und dann ballern wir uns ein. Schöne Affen. Schöne Affen, die haben es drauf. Ausrufezeichen, der kam uns geil und dann geht's jetzt rein in das Quetschschloss. Wenn ich eine Sache nachgeguckt habe, habe ich die andere Sache natürlich auch nachgeguckt. Serviceleistung sind das, damit das Let's Play hier nicht 10 Jahre lang geht. Aber ich habe das Gefühl, tut mir leid, aber das ist auch so ein bisschen mein. Man macht ja immer, man tut und will und sieht dann, oh, so geil ist dann doch nicht. Aber eigentlich ist geil.
Digga, C2 ist schon ein gutes Spiel. So, den vernichten wir. Ja. Sie warten neue Runde. Wenn der Hakenmann mich schon hier legt, dann geht das nicht weiter. Ich habe mich immer gefragt, wie man jemanden mit einem Radschlag verletzen möchte. Wie das geht. Du schlägst einfach ein Rad und dann, wenn man so richtig feste Stiefel hat, dann geht das. Einfach ins Gesicht reinmädeln da die Sohle. Bang macht das und die Unterlippe ist dick. So, jetzt machen wir die Bananen auf. Zack! Der Tritt. Das ist einfach auch immer so unfair. Das finde ich in Spielen nicht geil. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Du hast da so einen Typ, der sieht aus wie Flying Uwe. Der macht nichts anderes den ganzen Tag als zu trainieren. Und dann kommt einfach so ein schwacher Martenaffe da um die Ecke, macht so eine Rolle. Und dann ist der weg. Was soll das denn? Das geht doch nicht. Bin ich ihm gegenüber auch voll unfair. Der hat sein ganzes Leben dem Fitness da verschrieben. Und der frisst wahrscheinlich auch nur Sachen, die gesund sind. Also die Jungs hier, die kriegen mich heute. Ich möchte doch nur zum Midway Point kommen. Mehr will ich nicht. Jeder einzelne dieser Level hier ist berüchtigt. Jeder einzelne. Es gibt keinen, wo man sagen würde, ja, geht so, eigentlich ganz easy. Nee. Jeder einzelne hier reißt hier hart den Arsch auf. Außer diese Eislevel da, die sind für Lullis. Die können nix. Alleine, dass du hier auf so Klöpse kommst wie das hier. Hinter so ein Stachelschwein gerade mal so einen zu packen, der beißt. Oh, nicht ducken. Oh, haben wir das O verpasst? Da unten war das O, ne? Oh, Asche auf unser Haupt. Übrigens, Diddy Kong, richtig geiler Typ. Während Dixie Kong dann immer sofort danach fragt, guck mal, die Idle-Animation. Diddy Kong, der guckt die ganze... nee, warte. Kann ich jetzt nicht zeigen. Aber Diddy Kong, der guckt und ist voll aufmerksam. Und Dixie Kong holt sofort ihr Tetra-Pack raus mit ihrem Bananensaft und haut sich das dann hinter. Jo. Und zwar hier. Nee, zählen wir auf die 35 und dann können wir raus. Sicher ist sicher. Ausrufezeichen und DK-Münze. Yeah! Toxic Tower! Dafür sind wir doch hier. Boah, richtig schlimme Nummer. Aber egal, dafür haben wir ja bezahlt. Ah! Ja, lassen wir einfach gut sein. Dieser Versuch ist passiert. Und dann haben wir das auch mal gesehen. Giftgemäuer. Nochmal. Erster Gegner im Spiel. Direkt gefährlich. Jetzt holen wir uns die Schlange. Toxic Tower ist berüchtigt. Ah, geht das noch? Oh ja, das geht sogar von Hand. Geil. Berüchtigt auch dafür, dass man hier Sachen übersehen kann. Weil man gerade richtig in der Panik ist. Das P steht einem auf der Stirn geschrieben. Und trotzdem muss man hier abliefern. Dann gucken wir mal, was hier ist. Ich glaube, hier unten war was. Da war die DK-Münze. Dann haben wir die schon mal. Das ist gut. Also das wird hier eine richtige Aufgabe. Mit allen Bonus-Leveln mit Ong. Hier schwer. Naja. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Dafür sind wir schon erwachsen. So, ihr Süßbären, weiter geht's. Nehmen wir den Affen mal mit. Er ist wirklich wie Obi-Wan. Er hat den High Ground. Deswegen ist das doch so gefährlich. Na. Ja, kannst du vergessen, wenn du da einmal in der Suppe bist. Ich überlege fast, wirklich den Level einfach zu machen, ohne hin und her zu gucken und danach nochmal in Ruhe rein, wenn ich Start selecten kann. Aber, ja, das bringt auch nichts. Und so ein großer Mehrwert ist das doch auch nicht.
Naja, neue Runde, nochmal rein. Ich find's übrigens sehr lustig, wie ich hier so eine kleingeistige Unterhaltung abzapfe, wo ich mit einer Schlange durch so einen Giftsumpf muss und dabei erzähle, was das für ein Quatsch ist, während auf meinem Desktop einfach tausend Sachen sind, die komplett hochtrabender Geisteswissenschaft sind. Ja, aber dafür werde ich wenigstens bezahlt. So. Also nicht hierfür, sondern für das, was auf meinem Desktop ist. Ey! Scheiße. Ja, zwei Sachen heute geschafft, eine dritte gibt's nicht. Ich weiß das. Wir müssen uns jetzt da beide durchkämpfen. Du und ich. Mhm. Ja. So ist gut. Jetzt unbedingt am K vorbei. Unbedingt mit M. Badadam, bam, bam. Bam, bam, badadam. Ich stelle mir einfach immer so vor, bei solchen Donkey Kong Spielen und überhaupt, da sitzen einfach so erwachsene Frauen und Männer dran. Ich habe da immer so Bilder im Kopf von so einer Wacholdretter mit so einer Raucherlunge, weißt du? Die dann die ganze Zeit sagt, oh ja, ich habe jetzt noch mal die Physik von der Schlange überarbeitet. Dann denke ich mir, ja, so läuft's bei euch. Was ist hier denn? Achso, ich kann da rein. Ich will aber nicht rein. Ich will hier rauf. Das Gift steigt. Seht ihr das? Hier muss ich nochmal gucken. Ja, da gibt's Geld. Geld brauche ich nicht. Brauch Höhe. O ist rechts. Alles klar, dann weiß ich das schon mal. Bang. Und jetzt wechseln wir auf Vogel. Ey, Rubberbanding am Arsch. Aber Midway Point ist da. Geil. Ah! Wir haben ein O, wir haben die DK-Münze, wir haben, glaube ich, keinen Bonus-Level verpasst und wir haben einen Midway-Point. Das ist doch schon gut. Ich finde, man muss die kleinen Sachen im Leben auch mal würdigen. Kann man eigentlich da dran vorbei? Nee. Wir fangen mit Vogel an. Ist da was? Egal. Da muss man schon so ein bisschen no-scopen. Ja, oder so. Einfach dran vorbei. Da geht's doch rein. Wenn eine Banane ist, geht's da rein. Ja, damit kann man ein bisschen Raum gut machen. Hm. N. Ohn. Nee, das reicht nicht. Das ist mindestens ein Buchstabe zu wenig. Oh, 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 oh. Oh, 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 das reicht von der Zeit her nicht mehr. Denkt dran, wir müssen gleich noch auf Spinne wechseln. Und die Spinne kennt echt keine Gnade. Beziehungsweise die Ersteller dieses Spiels kennt keine Gnade, wenn man mit der Spinne was machen muss. Das ist nämlich immer schwer. So, gib mal DK-Fass jetzt, Digga. Ich bin hier wirklich... Eieiei, belastet. Aber na egal. Ich habe jetzt wieder so einen kleinen... So ein bisschen Höhenluft habe ich gekriegt. Bisschen geht's weiter jetzt. Bisschen habe ich das Gefühl, ja... Wir können es schaffen. Wenn wir noch ein bisschen weiter... Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, ich gebe es zu. Die Arbeit hat mich wieder angeschrieben und ich habe da reingeguckt. Tut mir leid, ich soll ja eigentlich für euch da sein, aber bin ich nicht. Wisst ihr eigentlich, was geil ist? Arbeiten. Nee, ehrlich jetzt. Wenn du einen Job hast, der geil ist, dann hast du alles geschafft. Weil dann kriegst du Geld für das, worauf du Bock hast. Und am meisten gewinnst du natürlich dadurch, wenn du jetzt nicht dein Hobby zum Beruf machst. Und dann immer die ganze Zeit 24-7 auf Achse bist. Wo du dann einfach nach Hause kommst und sagst so, am Arsch die Räuber, jetzt ist vorbei. Oh, das war eine rote Hummel. Ja, ne. Ja. Ja, ich bin gerade voll konzentriert, Leute. Weil ich hier nichts verpassen möchte. Und die Hummeln, die mir wirklich meinen Tag versauen. Ich meine, ein Bonus-Level war bei der Spinne.
wo du dann nochmal dazu gezwungen wirst, total hektisch irgendwas zu machen. Keine Ahnung. Aber Augen haben wir schon mal. Das ist schon gut. Bitte jetzt kein Rubberbanding, Digga. Nee, ich will kein Rubberbanding. Oh, nein. Ah! Leute! Das ist Psychoterror hier. Ging's hier nicht noch rauf? Es ging doch hier irgendwie rauf. Ist egal. Müssen wir nochmal machen, ist egal. Oh, unangenehm. Ah, ihr habt's doch gesehen, genauso wie ich. Das Ausrufezeichen ist nicht da. Ah, so ist das Leben.